Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Erstmal das letzte Mal auf einen Mittwoch. Wir machen heute ein Süppchen, saisonal bedingt mit Bärlauch, eine kräftige Bärlauchsuppe. Wir verzichten heute mal wieder auf den Abspann. Wenn euch das Video gefällt, lasst einfach Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Und ich würde sagen, wenn ihr möchtet, sehen wir uns kommenden Sonntag wieder. Tschüss! Als erstes machen wir unsere Gemüsebrühe, Suppengemüse, Wasser, Salz und gleich zeigt euch die Anne die restlichen Zutaten. Für unser Süppchen benötigen wir folgende Zutaten: einen großen Bund Bärlauch, drei Zwiebeln, das sind kleinere, Baconstreifen, Kartoffeln und Gemüsebrühe. Und wie es weitergeht, seht ihr gleich. Weitere Zutaten, die wir benötigen, sind Pfeffer, Salz und Kochsahne. Das benötigen wir ganz zum Schluss zum Abschmecken. Als erstes lasse ich nun den Speck in einem großen Topf aus. Das kann so ein paar Minuten dauern. Den Speck habe ich nun rausgenommen, nun unsere Zwiebeln reingetan und auch die werden wir anschmoren. Zwiebeln können ruhig etwas braun werden, so haben wir richtig schöne Röstaromen. Nun schmoren wir auch noch unsere klein gewürfelten Kartoffeln mit an. Ich sag mal so 2-3 Minuten. Und nun wird das Ganze mit Gemüsebrühe abgelöscht. Ich gieße jetzt ungefähr einen Liter auf. Wir müssen nachher sehen, ob das ausreicht oder ob da noch Gemüsebrühe zukommt. Erstmal muss das Ganze jetzt köcheln, bis die Kartoffeln gar sind. Unsere Kartoffeln sind gar. Ich habe nun ungefähr, ja man sieht gar nichts, ungefähr 4 Kellen Kartoffelstückchen habe ich rausgefischt und beiseite gestellt. Und den Rest werde ich nun pürieren. Was ich zum Thema Pürieren vergessen habe, mein klein geschnittener Bärlauch, der kommt jetzt mit dazu und wird mit püriert. Unsere Suppe ist nun fein püriert. Nun gebe ich die, hier rutscht mir alles, die beiseite gestellten Kartoffelstückchen. Man sieht nichts, weil es so heiß ist. Und unsere Baconstreifen wieder mit dazu. Das Ganze wird nun untergerührt. Nun geben wir die Kochsahne noch mit dazu. Da kommt jetzt die ganze Flasche rein. Und es wird noch etwas mit Salz und Pfeffer gewürzt. Mit dem Salz seid aber vorsichtig, durch die Baconstreifen ist schon genügend drin. So, das Ganze lassen wir noch mal aufkochen und dann ist unsere Suppe fertig.